Jetzt, wo Mina da drin beschäftigt ist, wäre es ein guter Zeitpunkt dafür zu sorgen, dass sie auch da drin bleibt. Hallo da draußen? Ist da wer? Da ist etwas vor die Tür gepoltert. Ah! Was bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Eine Frau mit Macht. Keine politische oder gesellschaftliche, aber schwarze Magie. Und die willst du nicht am eigenen Leib spüren. Nein, bestimmt nicht. Ich tue alles, was du sagst. Aber fang nicht an zu wählen. Also, dann sei deiner Frau ein guter Ehemann und behandle sie gut. Wenn mir zu Ohren kommt, dass du sie auch nur einmal beleidigst, komme ich wieder und gebe dir den Rest. Und besorg dir endlich wieder Arbeit. Hilf deiner Frau und den Kindern. Aber meine Panikattacken. Welche Arbeit soll ich denn erledigen? Such dir was in einem Bereich, den du kennst und magst. Dann wird deine Panik im Nu verschwinden. Im Moment würde ich mir mehr Sorgen um deine jetzige Panik machen. Clam. Bake. Oh, weia. Oh, Verzeihung, tut mir leid. Das muss das viele Bier gewesen sein, das er Intus hatte. Ich bin ein bisschen schwipst. Mal sehen, ob du nächstes Mal das ganze Alphabet schaffst. Mina hat jetzt genug gelitten. Das finde ich auch. Lass sie raus, damit sie unsere Arbeit bewundern kann. Ihre gesammelten Ablenkungen schlafen oder sind wegen Blutmangels vorübergehend K.O. Eins, zwei, drei. Puh, danke. Irgendwas war vor die... Oh, Gott! Was denn? Was? Bruno! Bruno! Oh. Was denn? Wir... Er schläft! Gott sei Dank! Danke, o Herr, gepriesen sei deine Gnade. Du hast mich gnädiger beschenkt, als du es jemals ahnen könntest. Danke, danke, danke! Mina, ich unterbreche Ihr Dankesgebet ungern, aber... Hätten Sie vielleicht Zeit, kurz nachzusehen, ob Sie noch schwarze... Stoffballen habe? Natürlich, aber natürlich. Für Sie tue ich doch alles. Juhu, alles. Schnell mal unten nachsehen. Was ist denn mit deinem Gesicht los? Ich weiß nicht. Mich überkommt so eine Wärme und das Gefühl, etwas Gutes vollbracht zu haben. Als müsste ich immer lächeln und ich fühle mich einfach gut. Was ist das? Du hast versehentlich eine gute Tat getan. Passiert ab und zu mal. Keine Sorge, das geht schon vorbei. Du brauchst nur was Selbstsüchtiges zu tun und zack, ist das Gefühl schon wieder weg. Glaub mir da mal. Wirklich? Denn es ist schon sehr seltsam. Es hat ein bisschen gedauert. Ich musste die große Festung einreißen, die meine Kinder aus den Ballen gebaut hatten. Aber da ist er. 20 Meter feinstes Samtschwarz. Ich schenke es Ihnen als Dank für Ihre wunderbare Hilfe. Ui, haben Sie ganz herzlichen Dank. Der ist einfach perfekt. Alles Gute. Wir müssen dann los. Bis später. Ah. Damit soll ich mich unterhalten? Ein offener Wagen. Wahrscheinlich karrt man damit Leichen über den Friedhof.
Wenn wir dein Grab gefunden und Erde mitgenommen haben, sollten wir den Wagen mitnehmen. Sobald wir ein Pferd haben, wird das unser Transportmittel. Bis dahin kann ich ihn den kurzen Weg zu meinem Grab schleifen. Damit soll ich mich unterhalten? Das könnte ein Lageplan des Friedhofs sein. Darauf müsste die Lage deines Grabes eingetragen sein, Mona. Wir sollten mal nachschauen. Mal sehen, ob ich mein Grab finde. Es müsste ja im Quadranten für berühmte Bühnenkünstler und Sänger liegen. Na sicher doch. Hier sind aber viele Tote beerdigt. Frederik, siehst du mein Grab irgendwo? Jo, da ist es. Im Quadranten A113. Du hast ursprünglich zwischen Jimmy Hoffa und meine Hoffnungen und Zukunftsträume gelegen. Endlich wissen wir, wo es liegt. Jetzt können wir ein wenig Erde daraus mitnehmen. Sei gegrüßt, mein bezaubernder dunkler Schwan. Shroudy, oh nein! Hey, was hat die Katze denn da angeschleppt? Mach nur deine blöden Witze, du hirntoter Nager. Man braucht schon mehr als lausigen Humor, um meiner Falle zu entkommen. Ich habe soeben die Tür verschlossen und den Schlüssel abgezogen. Ich fürchte, ihr seid gefangen. Ich werde niemals in das Schloss zurückkehren und ich werde dich niemals lieben. Geht das denn nicht in deinen dämlichen Holzschädel? Weißt du nicht auch, es ist eher ein Gasschädel? Ist mir egal. Ich werde definitiv lieber sterben, als noch eine Nacht mit dir in dem Schloss zu verbringen. Du willst also lieber sterben? Nun, wir werden sehen. Ich gebe dir ein paar Stunden Zeit, dein Schicksal zu überdenken. Bei meiner Rückkehr wirst du meinem großzügigen Vorschlag bestimmt gewogener sein und mit mir in das Schloss zurückkehren. Bis es soweit ist, lasse ich dich zur Strafe für deine Einstellung hier. Bei meiner Rückkehr erwarte ich eine der Situation angemessenere Geisteshaltung. Damit soll ich mich unterhalten? Eine verrostete Spitzhacke. Mit der hebt der Totengräber bestimmt die Gruben aus. Ich fürchte, er braucht eine neue. Die kann man bestimmt auch für andere Sachen benutzen. Was denn so? Ach, alles Mögliche. Zum Bergsteigen, Erz gewinnen, Tunnel graben, Sachen auseinanderbiegen oder um am Valentinstag Jugendliche zu erschrecken. Die könnte noch nützlich sein, aber ich schleppe sie nicht herum. Kommt auf meinen geistigen Merkzettel. Eine verrostete alte Schaufel. Damit gräbt der Totengräber wohl. Im Moment brauche ich sie nicht, aber vielleicht später. Ich werde mir für alle Fälle merken, wo sie liegt. Ein eisernes Ofenrohr. Es ist mit Bolzen an Wand und Ofen festgeschraubt. Der Blasebalg, mit dem das Feuer angefacht wird. Ich könnte sowas vielleicht gebrauchen, aber im Moment kann ich es nicht schleppen. Vielleicht später. Ein Wimpel der Vlad's Landing All Blacks. Los, All Blacks! Nachdem du Goffords besten Spieler ausgesaugt hast, sollte das hier ein Spaziergang werden. Ich brauche kein Plakat der örtlichen Sportmannschaft. Holz für den Brennofen. Nein, viel zu schwer. Der Aktenschrank des Verwalters. Ah, wir sollten seine Mitarbeiterakten nach Fällen geistiger Umnachtung durchsehen.